Yo, was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 17 mit dem FC Bayern München. Ja, heute geht's weiter in der Bundesliga. Wir müssen gegen ersten FSV Mainz 05 ran. Und ja, es wird ein interessantes Spiel. Gegen Mainz tun sich die Bayern ja generell sehr, sehr schwer immer. Und wir schauen mal ganz kurz auf die Tabelle, die schaut wie folgendermaßen aus. Bayern auf Platz 1, vor Leverkusen, Wolfsburg und Dortmund. Mainz steht momentan nur auf Platz 14, aber wie gesagt, gegen Mainz, da lassen die Bayern oft mal Punkte liegen. So, wir gehen direkt rein ins Spiel, wir spielen in Mainz, das heißt, ich will mal in Weiß spielen. Ich habe, glaube, noch gar nie in Weiß gespielt, deswegen spielen wir mal in Weiß. Wir machen die Spieleinstellungen, passen natürlich alle mit Legende, Winter, 15 Uhr, alles klar. Und Tornews, haben wir Tornews? Natürlich wieder keine. Weil die Anstoßzeit irgendwie verbuggt ist, ich weiß nicht, was da schon wieder falsch ist. Ich verstehe es nicht. Ich habe irgendwie einen heftigen Bug. Ich weiß nicht. So. Erstmal ein bisschen Training machen mit Boateng. Ja gut, der holt hier einfach mal alle nieder. Zack, zack. Machen wir jetzt schnell. Und dann geht's los gegen Mainz. Das wird ein schwieriges Spiel, glaube ich. Das wird richtig schwer. Vor allem gegen Mainz. Und los geht's. Und damit herzlich willkommen hier in Mainz zum Bundesliga-Samstag. Und wir freuen uns auf ein hoffentlich tolles Spiel. Der FC Bayern München ist zu Gast bei den Mainzern. Und das ist immer so ein kniffliges Ding für die Bayern. Die lassen gegen Mainz oft Punkte liegen. Und heute müssen sie alles geben, damit sie gegen den ersten FSV Mainz 05 die 3 Punkte holen. Die Bayern stark verändert heute. Ja, wirklich stark veränderte Aufstellung beim FC Bayern München. Manuel Neuer bekommt eine kleine Pause. Dafür steht der neu verpflichtete Donnarumma im Tor. Ein ganz junger Torhüter mit 17 Jahren. Und ja, die aktuelle Situation in der Tabelle. Wie gesagt, die Bayern haben die beste Sturmreihe, haben die zweitbeste Defensive nach dem BVB. Und ja, der erste FSV Mainz, die wollen natürlich die 3 Punkte mitnehmen. Stehen ziemlich weit unten in der Tabelle, nah an den Abstiegsrängen. Und die Bayern, wie gesagt, stark verändert. Mal schauen, ob wir diese vielleicht die Aufstellung kriegen. Jetzt sieht es schon wieder nicht so aus. Dann gehen wir sie ganz kurz durch. Ribéry ist mit dabei. Robert Lewandowski, Douglas Costa. Dann die Abwehr mit Rafinha, Juan Bernat. In der Innenverteidigung haben wir dann noch Mats Hummels und Jerome Boateng. Mittelfeld mit Joshua Kimmich, Renato Sanchez. Und ja, dem Kapitän, Bastian Schweinsteiger. So, beide Teams begrüßen sich immer noch. Die Mainzer brauchen dann ein bisschen länger und hier sind wir den Bayern drin. Ja, beim letzten Mal gab es ja einen richtig knappen Sieg gegen Bayer Leverkusen im Topspiel. Das war ein wichtiger Sieg. Da haben sie die Bayern eine wichtige Tabellenführung sichern können. Aber heute gegen Mainz, das ist wieder ein anderer Kaliber. Das ist wieder so ein Underdog und er tut den Bayern ab und so wirklich sehr, sehr weh. Aber ich würde sagen, jetzt haben wir genug geschwafelt. Die Bayern sind immer richtig heiß hier auf dieses Spiel. Diesmal Jerome Boateng mit der Ansprache und jetzt legen wir also los. Mainz bekommt den Anstoß und damit läuft das Spiel zwischen Mainz und den Bayern. So, los geht's. Also Anstoß für Mainz und damit läuft die Begegnung. Und jetzt ist natürlich die Spannung groß. Patzen die Bayern? Kann Leverkusen hier vielleicht Punkte gut machen? Oder machen die Bayern alles richtig? Auf jeden Fall der erste Angriff hier von Mainz, erstmal von Juan Bernat abgefangen. Weiter geht's zu Rafinha. Da ist Renato Sanchez. So, Sanchez sieht da schon mal Costa, der da heranstürmt. Costa weiter zu Lewandowski. Ja, Lewandowski, in den letzten Spielen hat er nicht mehr so häufig getroffen. Steht immer noch bei 8 Toren, aber die Bundesliga trifft momentan sowieso relativ wenig. Die Defensiven leisten dabei bei allen Mannschaften gute Arbeit. So, jetzt Balogun am Ball. Folgt von Lewandowski, weiter geht's zu Ramalho, da ist Russmann und da ist Gbami. Mainz versucht jetzt erstmal den ersten Angriff aufzubauen, aber Bayern greift hier früh an mit Kimmich, Costa, Lewandowski, die lauern da alle schnell und gefährlich auf den Ballverlust von Mainz. So, da ist Brosinski, der Blasis, wohin mit dem Ball, da ist frei. Jetzt spielt Mainz den Ball erstmal souverän in der eigenen Hälfte da umher. Mal schauen, wann sie nach vorne kommen. So, jetzt geht auf jeden Fall was über frei. Und da ist die Blasis. Verfolgt von Bastian Schweinsteiger. Schweinsteiger ist nicht mehr der schnellste. Flanke ist aber nicht gut. Jerome Boateng hält dann den Kopf hin und schnappt sie den Ball. So, und weiter geht's über Joshua Kimmich. Und der will hier erstmal richtig Tempo machen. Sieht Franck Ribéry. Und jetzt geht's ab nach vorne. Ribéry, und da was für ein schöner Einsatz hier von Brosinski. Schmeißt einfach mal seinen Körper zwischen dem Ball und Ribéry und deswegen der Ballverlust der Bayern. So, Mainz wieder am Ball über frei. Da ist Jairo.
Gut gestört von Costa, hat da aufgepasst. So, Douglas Costa, wohin jetzt? Und unten ist Ribéry. Gut gesehen auf der linken Seite. Franck Ribéry, was macht er jetzt? Raus Ribéry. In der Mitte läuft Costa mit rein. Die Flanke kommt. Und da ist Schweinsteiger mit dem Kopfball. Aber kein Problem für den Torhüter der Mainzer heute. Churchi im Tor. Beide Mainzer, wie gesagt, auch die Bayern heute. Nicht mit Manu Neuer im Tor, sondern mit Donnarumma. Und da sind wir schon gespannt, ob der sich heute ausseilen muss und wie er das macht. Wie gesagt, ein ganz junger Torhüter. Und jetzt geht es weiter über Renato Sanchez. Sanchez, Außenflair jetzt Costa, gut gesehen. 18 Minuten gespielt, Costa mit dem Ball. Sieht das mit Bastian Schweinsteiger. Ich glaube zu Juan Bernat. Bernat wieder zurück zu Schweinsteiger. Die Bayern versuchen jetzt das Spiel zu kontrollieren. Da ist Costa. Da ist Kimmich. Kimmich, ihm setzt er wohin jetzt? Wohin? Das ist die Frage. Spielt er raus, da ist wieder Costa. Da ist wieder Schweinsteiger, die Bayern drücken jetzt und suchen die Lücke. Und da ist Sanchez. Und der hat jetzt noch ein bisschen Platz. Sanchez, Sanchez! Oh, kein Elfmeter. Fairer Zweikampf von Busmann. Da regt sich der Trainer zwar auf, das soll ein Elfmeter gewesen sein, aber nee, der hat den Ball ganz fair gespielt. Und danach ist Renato Sanchez. So, jetzt Eckball Bayern. Kommt von Ribéry mal wieder. Da steht Hummels bereit, Hummels. Aber der Kopfball ist nicht stark genug. Wieder gut pariert von Churchi im Tor. Und weiter geht's mit dem weiten Abschlag. Natürlich Mainz versucht natürlich schnell umzuschalten, aber in dieser Situation gelingt es nicht. So, Donnarumma bekommt seinen ersten Ball, hält den ganz hier fest, weil sie die größte Herausforderung. Aber immerhin, erster Ballkontakt vom Bayern-Torhüter. Nach 24 Minuten. So, Hummels. Dann geht's zu Schweinsteiger. Schweinsteiger. Da ist Sanchez. Sanchez außen ist Costa, da verschätzt sich der Mainzer. Jetzt die Chance. Costa rennt in den 16er. Costa mit der Flanke, da ist Lewandowski und da ist Ribéry. Und da ist die Abwehr zur Stelle. Franck Ribéry am zweiten Pfosten hat gelauert. Aber der Verteidiger hat ihm im Auge gehabt. So, jetzt Eckball Bayern. Wieder viele mit vorne. Costa wieder mit dem Eckball. Kommt interessant rein, wird aber gar nichts draus diesmal. Und jetzt, Achtung, Cordoba. Cordoba, da muss Juan Bernat hinterher. Und da wird er auf den Außenbahn rausgedrängt von Juan Bernat. Gut gemacht, aber die Situation ist noch nicht bereinigt. Aber jetzt ist sie bereinigt. Sanchez zu Schweinsteiger und ab geht's wieder nach vorne über Ribéry. Der bis jetzt ganz schön aufwirbelt hier. Und heute gegen Brosinski tut er sich aber schwer. Oder so fast schon Würgegriff, wo da Brosinski Ribéry drin hatte. Aber Spiel läuft weiter. So, da ist Schweinsteiger, Außenstatter Rafinha und ganz, kommt Costa, mal was Gutes draus. So, Douglas Costa wieder am Ball. Mainz verteidigt bis jetzt sehr, sehr gut. Das muss man hier lassen. Fast kein durchkommen. Jetzt Rafinha. Rafinha lässt sich Zeit. Aber die reicht ihm nicht. 33. Minute. Guter Abschluss von Rafinha. Aber leider knapp vorbei. Hat er die Zeit und den Platz, den er sich verschafft hat, nicht gut genug genützt. Ball geht deutlich vorbei. Aber immerhin, die Bayern machen das bis jetzt ganz gut gegen stark stehende Mainzer. Und bis jetzt eigentlich nur keine Torchance hatten, aber das heißt nicht viel. Es reicht ja meistens ein Schuss und wenn der drin ist, dann steht es ja 1-0 für Mainz, aber bis jetzt sieht es noch nicht so dann aus. So, Schweini holt sich den Ball, weiter geht's zu Ribéry, jetzt versucht es halt die Bayern schnell. Und drüben ist Costa, komm schon, schöner Ball zu Costa, vielleicht ein bisschen kurz. Costa aber am Ball jetzt, so, was macht er daraus? Wieder Douglas Costa und wieder sofort zwei, drei Spieler bei ihm, zieht es erstmal ein bisschen zurück. Da ist Rafinha und unten ist, ich wollte eigentlich zu am Bernat spielen. Der Ball wird wieder abgefangen. Und Boateng, kleines Missverständnis hier. Und das war auch mega riskant. Aber ging gut. Rafinha am Ball. Weiter geht's zu Bastian Schweinsteiger. Bayern beherrscht das Spiel. Aber ist nicht wirklich torgefährlich. Das müssen sie unbedingt ändern. Lewandowski bekommt sehr wenig Bälle. Mainz stellt ihn komplett zu. Und jetzt, Achtung, die Chance. Die Chance ist da für Mainz. Mit einem langen Ball und Donnarumma ist zur Stelle. Muss sich hier zum ersten Mal ausseilen. Macht das gut. Rafinha hängt da zu weit hinterher. Klar, wenn Juan Bernat und Rafinha mit nach vorne gehen, dann ist die Verteidigung natürlich ganz schön offen hinten. Und Donnarumma, klasse pariert. So, Eckball, Mainz. Kommt ganz schwach rein. Kimmich ist zur Stelle. Und jetzt kommt schon Joshua. Joshua mal was Gutes draus. Jawohl, lässt sie erstmal Cordoba aussteigen. Und jetzt der Ball zu Ribéry. Aber der verliert den Ball. Zumindest Einwurf für die Bayern.
Der Druck kann aufrechterhalten werden. So, 42. Minute läuft schon. Mainz immer noch nicht wirklich offensiv engagiert. Und jetzt Costa, jetzt kommt schon. Costa, schöne Flanke zu Lewandowski. Nein, wieder abgefangen. Leider wieder ein bisschen zu lange gezogen. Aber die Bayern holen sie den Ball wieder. So, jetzt Lewandowski mit Platz, mit dem Auge für Ribéry. Die Bayern versuchen es, aber bis jetzt fehlt das Quäntchen Glück. Franck Ribéry mit dem Abschluss. Und Giorgi ist zur Stelle. Und kann den Ball hier souverän parieren. Pech in dieser Situation natürlich für die Bayern, aber es bleibt nochmal gefährlich. 3 Minuten gibt es oben drauf in der ersten Halbzeit. Nochmal die Ecke, die kommt gut als Boateng. Uiuiui, und jetzt ist die Situation allerdings bereinigt. Gut, es gibt 3 Minuten oben drauf. Wir könnten vielleicht nochmal die Chance kriegen, aufs Tor zu schießen. So, da ist Costa. Und dann der Fehlpass. Und dann der unnötige Fehlpass. Und jetzt soll es ja auch gewesen sein mit der ersten Halbzeit. Jawohl, das war's. Also, Bayern gegen Mainz. Zur Halbzeitpause 0:0. Mainz verteidigt sehr gut. Die Bayern finden nur ab und zu ein Mittel, da durchzukommen. Aber bis jetzt wollte der Ball noch nicht ins Tor. Robert Lewandowski, Totalausfall am heutigen Tage. Hatte, glaube ich, keinen einzigen Torabschluss. Und den Ball hat er auch nicht wirklich oft gehabt. Und somit gehen wir mit einem Tor los und nutzen in die Halbzeitpause. So, hier die anderen Ergebnisse zur Halbzeit, aber mein Gott, die passen eh schon wieder nicht. So, wie sieht's denn aus? Schweinsteiger baut schon ganz schön ab, Lewandowski sei nur relativ frisch. Wir werden noch warten mit den Wechseln und dann schauen wir mal, was wir dann wechseln werden. So, 2. Halbzeit los, der FC Bayern mit dem Anstoß. Und jetzt muss es natürlich ein bisschen besser werden. Bis jetzt waren die Bayern gut. Aber nicht wirklich torgefährlich. Vielleicht in der einen oder anderen Situation hätte es klappen können, aber es hat nicht geklappt. Und das muss jetzt in der 2. Halbzeit definitiv besser werden beim deutschen Rekordmeister. So, Juan Bernat. Ab wieder zu Rafinha. Da ist Bernat mit dabei. Bernat. Da geht Kimmich mit. Kimmich zu Lewandowski. Lewandowski setzt ja mit Platz. Lewandowski. Da ist Sanchez. Das gibt es nicht. Sanchez mit der Riesenchance. Zum 1:0. Und er trifft nicht ins Tor. Der Torhüter, der Mainzer, der lag doch schon am Boden und Sanchez bringt ihn trotzdem nicht rein. Riesenchance hier vergeben. So, aber die Bayern drücken gleich wieder über Ribéry. Ribéry legt weiter zu Kimmich. Kimmich sucht hier Sanchez. Sanchez, jetzt wird's eng, jetzt wird's richtig eng hier. Da ist Lewandowski, der kann immer viel draus machen aus so einer Situation. Lewandowski, Lewandowski! Wird ein bisschen gezogen, aber kein Foul. Geht weiter. So, langer Ball nach vorne. Und da ist Cordoba. Aber sofort abgefangen. Und ab geht's wieder in die andere Richtung. So, Ribéry. Da ist Sanchez. Er macht jetzt in der 2. Halbzeit deutlich mehr Druck nach vorne. Sanchez. Ah, wieder nicht gut gespielt. Da sind immer so kleine Fehlpässe. Die tun unglaublich weh, weil die den ganzen Angriff zerstören. Und hier den Riesenfehlpass und Schweinsteiger. Aber Costa hilft mit nach hinten. Das kostet den Bayern natürlich alles an Kraft. Hier weiter stürmen. So, Ribéry. Der Schweinsteiger. Oh, mit Glück bekommt er hier den Ball zurück. Jetzt bräuchte er Hilfe. Jetzt kriegt er erstmal auf die Mütze. Und den Freistoß. So, Freistoß Bayern. Wir werden wechseln. Also, es ist bis jetzt besser geworden, das Spiel. Aber Schweinsteiger da voraus, der ist viel gelaufen. Ich bring Dorsch. Ich weiß, die meisten werden jetzt denken, wer ist das? Warum tust du das? Junge Nachwuchsspieler. Also, Schweine geht runter. Und Dorsch kommt neu auf den Platz rein. Niklas Dorsch. In so einer Situation ist natürlich riskant, so einen Spieler zu bringen, aber wann, wenn nicht jetzt? So, Costa mit dem Freistoß ab nach vorne. Da ist die Chance für Lewandowski. Robert Lewandowski. Auf einmal kommt er da zum Abschluss. Und das war ein Riesending. Das war ein Riesending hier von Giorgi, wie er den da noch hält. Unglaublich. So, Eckball Bayern. Die drücken jetzt und wollen jetzt endlich das Tor. Nächste Chance. Da ist Sanchez mit vorne. Sanchez mit dem Kopfball, aber der wird wieder abgefangen. Und geht nicht ins Aus. Rafinha drückt ins Aus. Einwurf Mainz. So, Mainz versucht es schnell zu machen. Rafinha super dazwischen. Jetzt Lewandowski. Komm schon. Robert Lewandowski, der will hier treffen. Und wieder knapp vorbei. Also, die 2. Halbzeit hat sich Lewandowski einiges vorgenommen. Wieder ein schöner Schuss. Und der geht, keine Ahnung, wie weit vorbei. Denn die Wiederholung war leider schon zu Ende. Halbe Stunde noch. Bayern ist das bessere Team. Das ist nicht zweifelhaft.
Aber sie treffen nicht das Tor. Etwa der Torhüter oder die Begrenzung des Tores ist im Weg. So, Costa. Costa probiert's, kommt vorbei, schön. Jetzt Lewandowski, lauf mitten rein. Komm schon, Lewandowski, lauf. So, Costa verzögert kurz. Flanke ist gut, aber zu weit für beide in der Mitte. Und dann ist auch schon die Situation wieder bereinigt. Bayern rennt und rennt und rennt. Und Mainz steht hinten einfach gut. Und jetzt, Achtung, Mainz kommt, aber Hummels fängt den Ball hier ab. Weiter geht's über Niklas Dorsch. Da ist Sanchez. So, und da ist Costa. Und jetzt die nächste. Douglas Costa. Aber diese, da ist Lewandowski. Ja, nein, das gibt es nicht. Lewandowski, was ist denn heute los? Das war eine hundertprozentige. Der schlägt am Ball vorbei. Wie sieht man es in dem Video? Und der trifft ihn fast gar nicht. Bitte für die Bayern in dieser Situation. Der Ball geht nicht rein. Wechselt. So. Jetzt Tunali kommt, De Blasis geht runter und wir werden auch noch wechseln. 20 Minuten noch, Ribéry ist am Ende, dann ziehen wir Costa mal rüber und bringen Robben und ich will eigentlich nicht raus, ich bringe für Sanchez Arturo Vidal. Ich darf Lewandowski nicht raus tun. Der schießt sein Tor noch, der macht sein Tor, das macht er noch. Also Sanchez und Ribéry gehen, Robben und Arturo Vidal kommen neu ins Spiel rein. In der Hoffnung, dass es dort noch irgendwie klappt. Irgendwie muss der Ball doch ins Tor rein. Das kann es doch nicht sein. So, da ist Kimmich. Und ab nach vorne. Dorsch. Robben außen. Ah, der Pass kommt nicht an, aber die Bayern haben den Ball noch. Gut vorgelegt. Außen ist Costa. Die Chance ist da. Costa mit der Flanke. In der Mitte war wieder Lewandowski. Und Churchi dazwischen. Mainz hält hier irgendwie dieses 0:0. Die Frage ist, wie lange schaffen sie das noch? Die Bayern werden den Druck immer und immer mehr erhöhen. So, Lewandowski, jetzt geht er mal über den Flügel ein bisschen. Der will unbedingt ein Tor machen. Fordert den Ball zurück, bekommt ihn zurück. So, Lewandowski, Robert Lewandowski hat die Schussposition! Und wieder vorbei. Und wieder schiebt er den Ball vorbei. Schwierig natürlich noch zu nehmen, aber er hat es probiert. So, Wechsel bei Mainz. Cordoba geht runter. Antanasiadis kommt, alles klar. So, und Lewandowski, der ist fix und fertig, aber der will, der kämpft. Und er will hier endlich sein Tor machen. Bayern wieder am Ball. Das geht jetzt nur in eine Richtung. Außen ist Robben. Lewandowski toggelt dann mit dir. Robben mit der Chance. Robben. Eckball. Balogun mit einer starken Grätsche, Eckball Bayern. So, es sind viele mit vorne. Kimmich mit dem Eckball, der kommt gut. Da ist Hummels mit vorne. Doch auch diese Situation bringt nichts ein. Hummels kommt zwar zum Kopfball, aber kann diesen nicht Richtung Tor platzieren. Geht deutlich drüber. Die Frage ist, klauen die Mainzer wirklich den Bayern hier Punkte? 12 Minuten noch. Das ist natürlich noch... Das ist noch ein bisschen zu spielen, aber es wird nicht unbedingt einfach für die Bayern. Die Kräfte werden immer mehr nachlassen. Und Mainz steht hinten immer noch bombenfest. Und Achtung, die können hier natürlich kontern. Das dürfen die Bayern nicht außer Acht lassen, dass Mainz hier noch kontern kann. Aber Rafinha, dann lässt er sich hier ein bisschen leichtsinnig vernaschen. Aber Hummels holt sie mal. Gut, Hummels. Und ab nach vorne, schade, Ball wird abgefangen. Aber einen für die Bayern gibt es trotzdem. So, Arturo Vidal. Niklas Dorsch, Kimmich, außen ist Juan Bernat und vorne ist schon wieder Lewandowski, aber den kann man jetzt nicht unbedingt ins Laufduell schicken, das hält er wahrscheinlich nicht durch. So, da ist Arturo Vidal. Außen geht Rafinha mit die Beine jetzt unglaublich mit viel Druck nach vorne. Jetzt Lewandowski, Robert Lewandowski, der will's! Und er kriegt's einfach nicht. Komm schon, Arturo Vidal kommt da nicht mehr ran. Jetzt wird es gefährlich. Mainz könnt ihr schnell angreifen, aber spielen den Ball erstmal zurück. Er ist auf die andere Bahn zu Jairo. Und er lässt sich jetzt hier erstmal Zeit. 4 Minuten noch. Plus ein bisschen Nachspielzeit. Ich bin mir nicht sicher, ob die Bayern das hier noch irgendwie drehen können. Oder das Tor schießen können. So, jetzt nochmal die Chance für Mainz. Achtung! Achtung, Bayern und Donnarumma! Das wäre es jetzt natürlich gewesen. Und Donnarumma versucht das Spiel schnell zu machen. Boateng verspringt hier der Ball. Und Mainz sieht so aus, als können die das hier wirklich über die Zeit bringen.
Es sieht so aus, können die das hier über die Zeit retten und vielleicht nur das Tor schießen. Bayern muss jetzt aufpassen. Busmann mit der Flanke, da muss Bernat dazwischen und es gibt Eckball. Eckball Mainz, das kostet den Bayern Zeit. Und jetzt wird es natürlich nochmal laut. Erster Eckball für die Mainzer, kommt gut rein. Interessante Variante, abgefälscht, nochmal Eckball. Nochmal Eckball, 0. Nein, es gibt keinen Eckball mehr. War anscheinend von den Mainzer abgefälscht. Donnarumma mit einem weiten Abschlag. Ich weiß nicht, ob das noch für eine Chance reicht. Costa nochmal am Ball. Weiter geht's zu Joshua Kimmich. Und das war's. Und wieder nehmen die Mainzer den Bayern die Punkte ab. Das gibt's doch nicht. Bayern hat es nicht auf die Reihe gebracht, das Tor zu schießen. Lewandowski mit einer Unzahl an liegen gelassenen Torchancen. Und somit gibt es nur einen Punkt hier aus Mainz. Und damit wird die Konkurrenz natürlich wieder aufschließen können. Arturo Vidal und Costa in der Diskussion. Was lief da heute falsch? Ja, was lief da heute falsch? Das wissen die Bayern nicht. Mainz hat das gut verteidigt. Man muss sagen, die waren über 90 Minuten gut hinten drin gestanden, haben die Bayern sehr gut zugestellt. Und ja, Lewandowski hat in der zweiten Halbzeit unglaublich gut gespielt, aber er hat das Tor nicht getroffen. Er wollte unbedingt in der einen oder anderen Situation, vielleicht ein bisschen zu eigensinnig, aber er wollte es einfach, er wollte es. Donnarumma blieb ohne Gegentor. Ja, das hat er gut gemacht. So. Soweit dazu, die Bayern natürlich, ja, das Maß aller Dinge im heutigen Tage, nur ohne Tor, das bringt alles nichts, somit geht's 0:0 aus. Costa, bester Spieler, Lewandowski 7,3, ja, der hat so viel, wie viele Schüsse er dann verballert. Sieht man so in die Schüsse aufs Tor, 6 Schüsse aufs Tor hat Lewandowski gehabt. Besser gesagt, 6 Schüsse und davon 2 aufs Tor. Kimmich war gut, Rafinha war gut, Ribéry war gut und ja, Mainz war jetzt auch nicht gerade überragend. Aber es hat gereicht für Mainz für einen Punkt. Das ist der Unterschied. Für Mainz reicht es für den Punkt, für die Bayern leider nicht. So, aber wir kriegen die Nachricht. Gute Arbeit, sehr geehrter Herr Lambo. Mit Ihrer Hilfe konnte der Verein eines seiner diesjährigen Markenpräsenzziele erreichen. Und dafür möchten wir Ihnen danken. Wir hatten uns das Erzielen von Trikotverkäufen in Höhe von mindestens 200.000 Millionen in dieser Saison zur Aufgabe gestellt. Ohne sie hätten wir das nicht geschafft. Oh cool, wir haben das geschafft. Ziele anzeigen und erreicht. Wir haben schon voll viele Ziele. Okay, hier unten haben wir noch gar nichts. Aber hier haben wir auf jeden Fall schon mal das hier, die Nachwuchsdatei und die Markenpräsenz. Jetzt müssen wir die Finanzen noch. Das sieht noch ziemlich gut aus, weil wir müssen nur 75 Millionen an Gewinn wirtschaften. Dann, ja gut, das wird noch eine Zeit lang dauern. Das wird richtig schwer, Champions League. Jo, kann man das mal löschen? Was haben wir denn hier? Niklas Dorsch bedankt sich für seine Chance. Ja, er war jetzt natürlich riskant, ihn einzuwechseln, aber wir haben es machen müssen. So, ich mache mal ganz kurz Training wieder und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das Training wäre auch schon wieder vorbei. Ja, ich werde es jetzt so machen. Also ich werde Coman auf eine 85 hochziehen und da werde ich ihn aus dem Training raustun, weil er ist ja nicht mehr vielversprechend. Er ist einfach nur noch normal zu trainieren. Das heißt, er macht auch nicht mehr so große Fortschritte. Aber die 85, denke ich, die will man noch voll kriegen. Und ja, Sanchez und Kimmich bleiben natürlich drin. Da muss ich mal schauen, wie die da als nächstes ins Training dann reinnehmen. So, beim nächsten Mal gegen... Oh, Champions League. Ja, das ist ja ganz geil. So, beim nächsten Mal Champions League gegen RB Salzburg. Und da ist ja nur eine ganz spannende Angelegenheit. Gut, aber wie gesagt, das sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen an dieser Stelle. Macht's gut, bleibt's beim Ball. Bis zum nächsten Mal. Ciao.